Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was ganz Wildes. Denn vor kurzem ist ja das lukrative Hobbyköche Accessoire-Pack rausgekommen. Und ich habe herausgefunden, dass der Verkaufsstand echt ganz schön viel Macht hat über die Nachbarschaft. Wir haben hier unseren Test-Sim, die auch schon ready to go ist. Und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Wir starten sehr wild, gegen Ende wird es dann ruhig. Aber ich habe hier ein paar Dinge drin. Wir haben normales Kugelfisch-Nigiri. Wir haben aber auch 10-mal schlechtes Kugelfisch-Nigiri. Und wir haben bizarre Früchte. Was könnte das nur heißen? Dieses hier kann ich irgendwie nicht benutzen. I don't know, das ist wieder verbuggt. Wissen wir nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal unseren Essensverkauf. Wie das aussieht. Okay, sie kann das da gar nicht benutzen. Nicht ja gemein. Kann sie denn nebenbei da dran gehen? Nö, ne? Nicht, wenn das da draußen steht. Doch, kann sie? Das ist ja toll. Das heißt, man kann sogar den Stand verlassen. Ein bisschen. Das ist sehr schön. Weil dann würde ich nämlich die Limonaden da auch schon reintun, weil ich weiß, dass das auch damit zusammenhängt, mit dem, was wir hier vorhaben. Wir erhöhen natürlich nicht die Preise, aber wir überzeugen natürlich jemanden, Kugelfisch-Nigiri zu kaufen. Wie wir sehen. Okay, es wurde auf jeden Fall gekauft. Aber ich glaube, das ist normales. Ja, schade. Aber sie hat ein schlechtes. Oh, oh, da werden jetzt vielleicht Dinge passieren. Oh, oh. Es könnte halt gut passieren, dass sie halt einfach random stirbt. Das ist sogar ein toter Mensch. Ich meine, ein Ziel in diesem Bestreben ist ja auch später, einen Geist durch den Verkauf von Ambrosia wiederzubeleben. Also das hier ist auf jeden Fall mal ein ganz wildes Bestreben, sage ich. Oh, danke. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alles schlechtes Kugelfisch-Nigiri kauft. Das freut mich sehr. Aber noch hat ihr keiner Interesse daran zu sterben. Das finde ich sehr schade. Ich muss los. Bro, warum kaufst du nichts? Jetzt kaufen Leute schon wieder was. Ich find's toll. Also danke. Irgendwie wird das nicht automatisch nachgefüllt, obwohl es das tun soll. Hier, willst du eine bizarre Frucht kaufen? Sag mal. Ich fände es ganz toll, weil ich würde das gerne den Leuten zeigen. Oh. Sie so, nö, kein Bock. Sie so, ich gehe lieber. Kann ich auch nachvollziehen. Das Tablett sollen die nicht kaufen können. Warum wollt ihr denn alle nichts? Warum stirbt hier keiner? Ihr kauft mir ja alle das Kugelfisch-Nigiri. Und trotzdem sterbt ihr nicht. Also ich finde das fies. Ich will doch hier nur zeigen, wie krass das hier abgehen kann eigentlich. Sag mal, also das gibt's ja hier nicht. Also die kaufen hier alle Kugelfisch-Nigiri, aber wie gesagt, sie sterben nicht. Aber ich habe auf Twitter gesehen, dass die Leute dann alle sterben. Das finde ich ein bisschen fies, dass ihr hier nicht sterben wollt. Also ich fände es toll, wenn ihr hier alle verreckt. Wer will schon eine freundliche Nachbarschaft haben? Und auch die bizarren Früchte. Hallo, ich möchte Possessed Sims haben, wenn ihr schon alle hier seid. Ich muss los. Warum? Warum? Ich wollte euch ja eigentlich beweisen, wie viel Einfluss das hier hat. Und jetzt funktioniert das nicht, weil alle Leute sich denken, nö, gar kein Bock. Ich find's echt fies. Ich find's super fies. Ja, dass du Kugelfisch-Nigiri kaufst da so, da, du kannst die nochmal sterben, Bro. Warum geht sie jetzt weg? Lassen Sie das sein. Wenn man Eis oder Getränke verkauft bei warmem Wetter, dann kriegt man zum Beispiel dieses Moodlet. Das wollte ich euch zeigen. Mit den Limonaden. Eiskalte Ware. Die eiskalten Köstlichkeiten von Almira sind perfekt geeignet, um die Hitze zu besiegen. Und ich finde das richtig süß. Normalerweise würde man beim Kugelfisch Nigiri auch was bekommen. Bei der bizarren Frucht kriegt man, glaube ich, nichts. Aber wie gesagt, es ist halt witzig, alle Leute einfach besessen zu haben. Aber es funktioniert hier nicht. Hallo. Kaufen Sie. Hier. Bizarre Frucht. Los. Immer gehen sie dann alle. Hallo. Mann, ey. Ich finde das echt ein bisschen fies hier von euch. Alle verlassen sie mich. Toll. Alle meine Kugelfisch-Nigiri, die schlechten, sind einfach verkauft worden. Zwei bizarre Früchte? Das habe ich nicht mitbekommen. Aber die Leute sind nicht possessed. Hey. Vielleicht muss man dafür in Strangerville sein? I don't know. Dann habe ich natürlich verschissen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wo ich die Inspiration hergenommen habe. Also es gibt noch ein paar mehr Buffs. Zum Beispiel, wenn man einem Werwolf rohes Fleisch verkauft. Oder Plasma-Essen an Vampire verkauft. Oder eine kuriose Pizza an einen Alien. Also wenn man Poor Quality Pufferfish verkauft, sollte man eigentlich das hier bekommen. Aber wahrscheinlich nur, wenn die dann auch verrecken. Was sie bei mir nicht getan haben. Und man könnte theoretisch auch diese Tränke verkaufen, die man machen kann. Kann man Kaffee auch verkaufen? Bestimmt, oder? Wir machen jetzt wilde Sachen. Popcorn. Vielleicht gibt das ja auch irgendwas. Wahrscheinlich ist es zu einfach. Aber egal. We will try.
Bro, ich habe 13 Minuten aufgenommen. Wieso ist der Akku leer? Dieser Akku ist mittlerweile schlimmer als die Fake-Akkus, die ich habe. Wir können einfach den nächsten Essenverkauf starten. Dann machen wir Popcorn. Als ob man die nicht benutzen kann. Ich dachte, man kann die benutzen. Dann nehmen wir halt diesen normalen Kaffee-Dings. Aber ich weiß nicht, ob man den da reindingsen kann. Getränk holen? Aber sie darf es halt nicht selber trinken. Alle Portionen nehmen. Also Popcorn können wir da hin tun. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also zumindest nimmt sie das nicht. Aber hey, er hat Popcorn süß. Also ich finde es wirklich ein bisschen süß. Wenn man so tut, dass man so ein Kino hat oder so, dann kann man das bestimmt dahingehend dann auch mal benutzen. Aber anscheinend gibt das Popcorn das nicht. Und ich glaube, das mit dem Kaffee funktioniert auch nicht. Schade. Ach Mann. Aber süß, dass die sich alle über ihr Popcorn freuen. Ich meine, dann können wir ja noch die Eiscreme-Maschine machen. Ich glaube, der Rest ist ziemlich uninteressant. Ich meine, wie gesagt, das ist dasselbe wie, wenn man halt Getränke verkauft, aber es ist trotzdem süß. Das Coole ist, dass auch Kinder den Stand bedienen können. Das heißt, dass sie auch theoretisch ja dann einen Eisstand oder einen Limonadenstand machen können. Sie können ja leider nicht selber Muffins machen, aber sie könnten die theoretisch verkaufen und dann hat man so ein bisschen Sims 3-Vibes, wenn man ja auch diese Stände da hatte. So, und das Eis tun wir dann hier hin. Oh, jetzt habe ich da gar keinen Topping und so hin gemacht, aber egal. Süß, sie hat ein Eis. Love it. Aber ich glaube, letztendlich habe ich jetzt damit gezeigt, also theoretisch hat man sehr viel Macht mit diesem Verkaufsstand. Weil Essen kann sehr viel auslösen. Es gibt ja auch das Eis, das einen ganz dick macht oder ganz dünn. Also theoretisch können wir hier alles auf den Kopf stellen. Aber leider, leider hat es das in diesem Video nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ja, wenn ihr Lust habt auf Chaos, versucht es mit diesem Stand. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, ich werde in Zukunft auch sehr viel Spaß damit haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!